Ja, genau. Also wir sind, wie schon angekündigt, die Gruppe Demo-Alpaka. Und die Problemstellung, mit der wir uns... Danke. Also genau. Also erstmal, hier ist unser Vortrag aufgebaut. Wir fangen an mit der Problemstellung, die wir lösen wollten, die ja schon ein bisschen angerissen wurde. Dann mit der Lösung, also mit Ideen, die wir dafür hatten, mit dem Konzept, was es am Ende geworden ist, beziehungsweise was der Plan ist. Dann haben wir einen kleinen Prototypen, wie es momentan aussehen würde. Dann welche Technologien wir benutzt haben, was für Gedanken wir uns zur Sicherheit gemacht haben und einen kleinen Ausblick zum Schluss, was man noch an Funktionen einbauen könnte. Also die Problemstellung erstmal ist halt, dass man Demo-Termine meistens aus irgendwie x verschiedenen Quellen zusammensucht, also irgendwie hier ein Chat, dann da noch irgendein Ding auf Instagram, Twitter, wo auch immer. Und ja, da haben wir uns überlegt, dass das vielleicht gut wäre, ein bisschen zusammenzufassen, um es ein wenig übersichtlicher zu machen. Dafür wollte man eine App entwickeln, die möglichst datenschutzkonform eben die ganzen sammelt und noch ein paar mehr Dinge macht, die wir dann auf dem Weg so ein bisschen drauf gekommen sind. Zum Beispiel eine Funktion zum digitalen Flyer verteilen oder weitere Informationen verteilen. Dann eben der Demokalender für die Zusammenfassung von den Terminen und auch noch eine Sammlung von Demosprüchen, zu denen man dann auch selbst welche hinzufügen kann. Genau. Das Konzept dabei ist für den Demokalender erstmal, dass wir eine öffentliche Datenbank haben, die offen einsehbar ist mit den Veranstaltungsterminen. Die sind ja eigentlich von Anfang an auch offene Daten, von daher sind die einfach frei verfügbar, nur eben hier ein bisschen übersichtlicher zusammengefasst. Dann eingetragen werden die Veranstaltungen von den Gruppen oder Menschen, die diese organisieren. Die haben dann einen Account, der... Also die Idee ist dann quasi, dass sie auf die Menschen, die dann jeweils die App posten, zukommen und darüber dann einen Account bekommen, um schon eine Verifikation zu haben, dass es auch... die Leute sind, die es organisieren, die es eintragen und die Daten dementsprechend stimmen. Für die digitale Flyer-Verteilung ist die Idee, dass die App dafür benutzt werden kann, irgendwie in einem Umkreis weniger Meter Informationen an andere Leute, die zum Beispiel diese App haben, verbreiten zu können. Also quasi wie ganz normale Flyer. Und da ist das Besondere, dass die Daten, die verteilt sind, quasi nichts mit dem Server zu tun haben, sondern nur lokal in der App liegen und von anderen ausgelesen und dann auch wieder weiterverbreitet werden können. Genau, und jetzt haben wir eine kleine Demo dazu. Genau, also wenn man die App startet, kommt man auf ein Eingabefeld, wo man einen PIN eingeben muss, weil wenn die Daten offen auf dem Handy gespeichert werden, wäre es doof. Ich gehe jetzt mal davon aus, ihr kommt in eine doofe Situation rein. Die Polizei möchte euer Handy auslesen und bevor jetzt irgendwie was passieren kann, dass die Daten rauskommen, könnt ihr einfach auf Löschen drücken. Dann wird einfach alle Daten von der App gelöscht. Normalerweise könnt ihr aber glücklicherweise den PIN eingeben und dann, seht ihr eure Daten, also welche Demos in eurem Umkreis sind, je nachdem, was ihr für einen Filter eingestellt habt. Natürlich habt ihr auch, wenn ihr swiped, ein Einstellungsmenü. Und als Beispiel für eine Demo, die von einer Organisation öffentlich verbreitet wurde, können wir zum Beispiel Preis runternehmen. Und jetzt für eine Demo, die halt lokal gehostet ist, also von lokal irgendjemandem erstellt wurde und als Flyer verteilt wurde, haben wir unsere Mathe-Demo hier. 16.30 Uhr vorm Kühlschrank, zum Beispiel. Genau. Noch zu den Technologien. Als App haben wir Flutter genutzt. Problematisch war, wir haben sehr, sehr lange an unseren Konzepten und so weiter getüftelt. Das heißt, wir haben dann erst ab der Hälfte des Events, wo wir schon programmieren, also ab der Hälfte der Programmierzeit des Events angefangen zu programmieren. Und da ich noch nie was mit Flutter zu tun hatte und auch nie was mit Klassen zu tun hatte, war das sehr lustig. Deswegen sind wir leider noch nicht sehr weit gekommen.
Genau, für den Server im Hintergrund haben wir Pocketbase genommen. Damit haben wir auch noch nicht so viel gemacht. Das ist aber im Vergleich zu Flutter dann doch ein wenig sehr einfach. Ist ja quasi eine recht schnelle Lösung, um einen Datenbankserver mit einer API ja, recht schnell aufsetzen zu können und zu nutzen. Zur Sicherheit. Ja, die Daten, die dort anfallen könnten in der App oder allgemeinen Apps, sind sehr, sehr sensible Daten. Und einfach nur, weil wir nicht wollen, dass irgendwas mit den Daten passieren kann, haben wir sehr, sehr doll auf Datensparsamkeit geachtet. Genau, die gespeicherten Daten sind, für den Client verschlüsselt, auf im Client Kach, Filter, lokale Veranstaltung. Und auf dem Server sind es die Accounts von den Organisationen, da die E-Mail, das Passwort natürlich gehasht und ein Anzeigename. Weiterhin gibt es ja auch noch die offenen Veranstaltungen. Dort wird nur der Titel, Datum, Ort, Card, also halt alles, was halt öffentlich zugänglich ist, gespeichert und ist für jeden zugänglich. Trotzdem wollen wir auf Datensparsamkeit achten und vergangene Veranstaltungen löschen. Das heißt, wenn eine Veranstaltung einen Tag her ist, wird sie gelöscht. Ja, dann haben wir uns auch noch ein bisschen Gedanken gemacht, was denn ja, mögliche Angriffsszenarien auf die App oder das System drumherum sind, um die man sich Gedanken machen könnte. Das eine kann sein, dass ein Account von Menschen, die dann ja, Veranstaltungen eintragen können, übernommen wird. Wie auch immer, gehen dann irgendwie E-Mail und Passwort verloren. Und die fangen dann irgendwie an, komische Sachen einzutragen. Deswegen soll es dann ja möglich sein, Veranstaltungen bzw. Accounts auch reporten zu können. Die werden dadurch nicht direkt gesperrt, sondern einfach, es gibt eine Meldung und dann kann jemand drauf gucken und dann eben entscheiden, ist das jetzt etwas, was von dem Account kommt oder nicht, und ja, das eben verifizieren und entsprechend handeln. Eine weitere Möglichkeit, um überhaupt die Accountübernahme ein bisschen ja, zu verhindern oder auf jeden Fall zu erschweren, das überhaupt zu schaffen, wäre Two-Factor Authentication. Das heißt, dass dann E-Mail und Passwort alleine gar nicht mehr ausreichen, um überhaupt in den Account zu kommen, sondern dass man zum Beispiel erst noch Zugriff auf die Mail braucht, um dann zu verifizieren, ja, ich melde mich gerade an. Eine andere Gefahr ist noch, dass also Spam, zum Beispiel wenn jetzt ein Account übernommen wurde, dass jetzt ganz viele Veranstaltungen eingetragen werden und die App damit gar nicht mehr nutzbar wird, sei es, weil die Liste zu voll ist oder die Daten, die vom Server geholt werden, einfach zu viele werden. Da wäre dann eine Lösung, dass man serverseitig Rate Limits einbaut. Das heißt, dass jetzt von einem Account zum Beispiel nur 10 Veranstaltungen pro Tag eingetragen werden können, was ja vor allem bei sowas schon ein recht hoher Wert ist. Die Flyer-Funktion könnte prinzipiell auch zugespammt werden. Da könnte man ja auch ein bisschen was mit Rate Limits machen, um es auf jeden Fall zu erschweren. Ja, da würde man dann auf die Bluetooth-Max gucken, dass halt appseitig nicht so viele dass nicht so viele Daten von einer Mac kommen und dass das irgendwann einfach ignoriert wird. Und das letzte Szenario noch, wir gehen davon aus, irgendjemand hat den Server. Wir wissen natürlich nicht, ob die Logs wirklich gut machen. Und aus dem Grund wollen wir das alles mit einer Verbindung übers Onion-Netzwerk führen. Genau, zum Ausblick. Wir wollen dann Peer-to-Peer-Sharing machen, also dass man die Veranstaltung und Flyer halt Peer-to-Peer über Handys sharen kann, via zum Beispiel QR-Code oder so. Und die Demosprüche-Sammlung, also eine Art von Dating-App für Demosprüche. Samt Voting, und am Ende des Monats kriegt ihr dann raus, welche die besten Demosprüche sind. Natürlich könnt ihr die auch noch suchen, wenn ihr auf einer Demo die Demosprüche nicht verstanden habt und sie machen trotzdem rufen wollt. Und natürlich haben wir unser Projekt ganz agil und toll gemacht, und das ist alles. Das ist ein sehr gutes Konzept. Ja, vielen Dank, liebe Demo-Alpakas. Wollt ihr noch einmal draufdrücken? Auf das Dings wieder? Dankeschön. Ja, super cool. Ich freue mich sehr auf die Mathe-Demo. Wann findet die statt? 16:30 Uhr. Oh. Können wir sie ein bisschen vorverlegen? Wäre möglich. Okay. Da müsste man jetzt mobilisieren, aber vielleicht geht das ja auch über die App, oder? Demo fängt früher an. Ja. Okay, cool. Wäre vielleicht ganz cool, weil ihr wart sogar schon die letzte Gruppe. Und ich kann mir vorstellen, dass leider relativ viele jetzt bald schon los müssen. Ich weiß zumindest, hier startet gleich schon der Abbau.
Es ist dann doch relativ viel dekoriert worden hier. Ich glaube, der Abbau dauert dann doch etwas länger. Also wahrscheinlich 16:30 sind wir noch hier, aber bei Demos will man, dass viele Leute kommen. Genau, vielleicht stellen wir uns dann gleich mal um den Mate-Kühlschrank. Ja, vielen Dank für so eine coole App und ich finde es total wichtig, dass ihr auch so auf diesen Datensparsamkeitsaspekt geachtet habt. Ich finde das total wichtig und einfach cool, dass ihr euch dafür so mit damit so viel auseinandergesetzt habt. Vielen Dank. Dankeschön.